Die Pferdebesitzer im Ost- und Unterallgäu haben Angst. Immer wieder wurden Tiere in den vergangenen Wochen von einem oder mehreren Unbekannten zum Teil schwer verletzt. Im letzten Monat wurden bei der Polizei insgesamt 5 Fälle angezeigt, bei denen Pferde von einem bislang unbekannten Täter verletzt worden sind. Die Fälle trugen sich im Unterallgäu sowie im Ostallgäu zu. Der bislang unbekannte Täter hat dabei jeweils ein noch unbekanntes Stich- oder Schnittwerkzeug verwendet und hat die Pferde im Brust-, Rücken- oder Halsbereich verletzt. Wie hier in Stöttwang. Die Tiere von Ulrike Seroka und Alexandra Zeipelt wurden in den vergangenen 3 Wochen bereits mehrfach von Unbekannten verletzt. Auch hier benutzte der Täter jeweils einen scharfen Gegenstand. Der Wallach Burn wurde bereits 2-mal verletzt, an Hals und Bein. Das American Paint Horse namens Spot 1-mal und das erst letzte Woche. Ja, das war jetzt schon das 3. Mal, wo wir wissen, also bei einer Stute vermuten wir es noch. Wie gesagt, das ist im anderen Stall gewesen und 3-mal hier. Wobei, wie gesagt, wir einmal vielleicht noch vermuten, dass er da gewesen war, wo wir ihn aber verschreckt haben. Die Verletzung am Wallach Spot war sogar so schwerwiegend, dass das Tier nur knapp überlebt hat. Auffällig, alle Wunden, die den Tieren zugefügt wurden, lassen vermuten, dass der oder die Täter über anatomisches Wissen verfügen. Einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten will die Polizei offiziell aber noch nicht bestätigen. Es ist festzustellen, dass aufgrund des ähnlichen Verletzungsbildes ein Zusammenhang der Taten möglich ist. Allerdings kann dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Eine heiße Spur hat die Polizei noch nicht. Ohne Hinweise aus der Bevölkerung dürfte es aber auch schwierig sein, den oder die Täter zu fassen. Das ist auch Ulrike Seroka und Alexandra Zeipelt klar. Dennoch werden die zwei handeln, vor allem auch, um ihre Tiere zu schützen. Wir tun halt nachts jetzt Patrouille laufen oder mal Nachtwache halten, aber mehr können wir eigentlich nicht tun. Also wir hoffen halt, dass wir doch irgendwie mal jemanden entdecken oder ein Kennzeichen finden, das wo man dann der Polizei melden kann. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die beiden Pferdebesitzerinnen wollen sich den Spaß an ihrer Leidenschaft nicht nehmen lassen. Doch eines ist trotzdem klar, ein ungutes Gefühl bleibt bei Mensch und Pferd.